Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren League of Legends Game. Ich bin Mr. Michael P und wir spielen ein Urf. Zum Glück ist es dieses Wochenende noch da. Ich habe ein paar Gameplays aufgenommen und mit dabei ist meine Freundin. Jallo! Den Link zu ihrem Kanal, denn sie hat auch einen YouTube-Kanal, der inzwischen ziemlich gewachsen ist, findet ihr in der Beschreibung, wenn ihr sie abchecken wollt. Nur nicht zu gründlich, ne? Sonst gibt es Ärger. Dann könnt ihr das gerne tun. Ich darf Ahri spielen. Ich habe eigentlich Sona bekommen und ich weiß, Sona ist mega stark im Urf, aber ich finde, mit Ahri hast du irgendwie wiederum dieses Play-Potenzial, worauf ich einfach Bock habe. Und ja, und Mary wollte auch gerne Dings haben. Es war für mich völlig. Oh, die haben Morgana, haben die noch. Okay. Ich glaube, ich gehe in die Mitte, Schild. Wobei, warte mal, wir können unten zusammen. Ist doch viel besser. Nee, nee, ich will ja gerade eigentlich die Lane mit dir. Weil, ganz ehrlich, ich finde halt in der Mitte, okay, du kannst zwar ein bisschen besser farmen, aber du kannst unten. Wir haben so eine geile Konstellation. Morgana wäre nur eklig für uns. Ich hoffe, Morgana ist top oder Mitte oder so. Ich warte mal hier. Manchmal kommen die von oben so plötzlich, deswegen warte ich mal schnell. Jetzt wäre ich schon. Oh. Ahri ist cool, ey. Vor allem die Ulti hat 22 Sekunden Cooldown. Später, auf Level 3 hat die, glaube ich, 12 oder so. Das heißt, ich mache eine QWE, QWE und kann einfach fast dauerhaft springen. Darauf freue ich mich. Gunblade werde ich bauen. Rabadons, Ludens, die drei. Mal gucken dann. Noch sehe ich keine Morgana. Wo bist du? Wo bist du? Morgana ist nämlich ziemlich stark. Ich habe die ja selber gespielt im letzten Wurf, ihr habt es vielleicht gesehen. Schatz, was skillst du die Q hoch, ne? Was baust du? Du baust auch Ludens, Lichbane, Rabadons. Man könnte sogar fast überlegen, Protobelt oder Gunblade auch dann noch zu bauen. Ich mag halt das Gunblade übel, weil man sich so krass heilt. Oh mein Gott, ist das angenehm, die Q so aufzuschmeißen. Bin jetzt geklärt? Du hast einfach mal doppelt so viel Farm wie ich jetzt. Wo sind die? Hast du Morgana? Ah, die haben Blue Buff gemacht. Sneaky. Ich glaube, Morgana wollte den haben, weil ganz ehrlich, was für ein Master Yi mit dem Blue Buff? Einfach nur ein bisschen XP wahrscheinlich. Ab Level 6, Schatz. Morgana gibt Master Yi das Black Shield und er läuft rein. Ich mache Level 2, damit ich mein Herz bekomme, mein Charm. Schade. Oh, süß! Auch nicht! Nummer 3! Kill ihn! Ja, Mann! Ah, das war nice. Ja, Mann. Ja, die Morgana, die hält noch ein bisschen Giga, da macht sie momentan noch ungefährlich für uns. Einfach weil du auch noch die Heal hast und ich habe auch noch ein bisschen Heal. So wie jetzt kriege ich die Versuch. Ein bisschen Heilung haben die ja beide auch. Machst du die mit der W? Bist du bereit für Flashplay? Aber meine Freundin ist geiler. Oh, sweet. Deswegen wollte ich Ahri spielen, weil man dieses. Oh, warte, sind sie Lebensmittel?
Nice, Marcy, nice. Na, noch einer, noch einer! Der Olaf. Das kann sein. Schick den Ersten! Oh. Scheiße, Money. Und wir sind eigentlich wieder voll gleich. Wir brauchen nicht einkaufen. Ja, vorhin sind wir gleich Level 6. Oh, das ist schön. Tja, Eddie, tut mir leid, ne? Ich war mal Duo mit dir, aber meine Freundin läuft einfach besser. Jetzt sind sie jetzt zu dritt. Sind sie zu dritt. No, der Leichenhaufen, hier liegt er. Alter, ich hätte gerade den. Surrender, FF. Ja, guck mal, dafür sind die auf der Doppel schon fast am Ende dran. Ich hab einfach mal 5000. Oh my gosh. Ach du Scheiße, wie geil ist Ari bitte. Sie gehört für mich definitiv zu einer der coolsten Champions. Keine Ahnung. Oh, das Duell! Die Q ging nicht raus, ne? Du bist so süß. Hä? Wo hat's gelegen? Rito? Rito? Lag, es war bestimmt ein Lag. Okay. Ist ganz sweet. So, was mit der? Geh ich lieber die Kaylee holen? Geh ich die Organe holen? Lol. Ich hab kein bisschen Schaden bekommen. Wie oft man die Qs werden kann. Ja, im Prinzip glaube ich, war es das jetzt. Wer will mich diffen? Ich brauche noch einen Lich Bane fürs schnellere Pushen. Ich frage mich, welcher Champion jetzt als besser eingestuft ist, Sona oder Ahri, weil diese Mobilität ist so krass. Hier ist der Master Yi. Okay, den. Ey, da flash ich schon extra und kriege nichts. Ich hab gleich wieder meine Ulti. Ich brauche Magieristenschuhe, denn wenn ich mal doch geschnappt werde, wird dies eklig. Vorbei. Machen wir das zuerst. Das reicht für beides. Nice.
Ich hätte nicht gedacht. Ich bin gestorben, Schatz. What can I do? What can I do? Ich hätte auch gedacht, dass Master Yi voll eklig wird, aber das ist bis jetzt noch nicht der Fall. Hat Master Yi den Drake? Oh, es kann sein, dass er den Drake macht. Das will ich auschecken. Oh mein Gott, Alter. Q, W, E, E, Q, W. Man hat 2,4 hier, 1,4 da. Gut, yeah. Udi ist weggeflasht und er hat trotzdem keine Chance. Ich maximal als nächstes die E, weil der Charm, dann sind die länger getauntet. Meanwhile, Sona. Oh! Sascha, kannst du nicht mehr heute drücken? Und meine ist auch schon so gut wie wieder da. Ach du Scheiße, alles klar. Fuck, wenn er nicht geflasht hätte. Der Udir. Realize ist, glaube ich, super auf den. Realize auf Ari, das ist jetzt so eine Art Utility-Build. Dann slowt meine Queen meine W auch noch. Ramos gegen Master Yi. Der Dornpanzer. Ah, easy. Oh! Was machen wir jetzt eigentlich? Wollen wir auf die Bot gehen? Wir müssen okay Champions haben. Nice, ey. Ich sehe einfach die ganze Zeit, dass du killst. Und solche Teammates will ich eigentlich auch. Oh mein Gott, das ist so broken! Holy shit! Guter Bait, Schatz, guter Bait. Was mit dem Master? Ist er tot? Okay. Ist das ein AP-Udi? Ich glaube ja, ne? Kennst du den hier schon? Ich charm in die Richtung. Warte. Ah. Gehen wir mal lieber dahin. Oh.
Eine Panzer direkt. Oh man, jetzt wieder Ulti ab. Ohne Scheiß, Schatz, ganz ehrlich, wie fühlt sich so einer für dich an? Cool, ne? Genau dasselbe denke ich nämlich auch. Danke, dass du mir auf jeden Fall Adi gegeben hast. Das ist echt. Was, ich habe Morgana gespielt. Ich habe schon so viel gespielt. Und Adi ist für mich richtig strong. So, ich tippe direkt nach vorne. Ist das greedy? Interessant, ne? Der Kha'Zix mit seinem Poke, mit der W, Dauer-W. Ich frage mich, wie oft hat er seine Q, wenn er die evolved. Da muss ja Q werden können. Shut down. Alright, Pink wird verkauft. Ich glaube, ich baue doch noch ein Stundenglas und eigentlich ein Wolzer für Damage. Ich gehe direkt rein. 5 Sekunden auf TP. Oder ne, ich komme Top-Lane zu dir. Ich habe Bock auf Action. Mit dir fühlt man sich so okay. Hat man hier gesweepert, jetzt richtig am Tryhard, noch die Wards klären. Nirgends von Ward. Oh nein, das hat mich erwischt! In das Binding! Oh shit. Das. Ist ja auch noch nicht bei Baron ab, ey. Oh, er will dich. Ja, nicht schlecht. Super Vasal klopft. Noch eine Q. Noch eine Q. Nice. Ah, not even close. Oh oh, da kommen zwei. Ach, schade. Oh, wer kommt hier? Schatz, guck mal hier oben. Udi bestimmt, ne? Oh, Double TP ist unfair. Das war echt gefährlich. Hat die Morgana jetzt schon ein bisschen Death-Wert, ein bisschen nehmen. Ace! Ich glaube, das war's. Finish. Super, was sein Kommen an allen Seiten. Nehme ich auch noch mit, der Inhibitor Response, aber ist egal. Woo! Leute, das war mit Abstand das. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Also, beziehungsweise. Mit Abstand der coolste Champion, den ich bisher im Arem gespielt habe. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ja, warum sage ich Arem, wenn es ein Urf ist? Ja, most damage! Alter, Kha'Zix hat auch ein bisschen Schaden gemacht, ne? Da war auf www. Ja, wie gesagt, schaut in die Beschreibung, da findet ihr den Link zu meiner Freundin. Ansonsten, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut.